Im Frühjahr 2020 standen wir mit Randstad Deutschland schon in den Startlöchern, um dort das Success Factors LMS zu implementieren. Doch unser Tatendrang wurde zunächst gestoppt. Es sah so aus, dass aufgrund von Corona und dem damit einhergehenden Lockdown der Projektstart und die Durchführung zunächst auf Eis gelegt werden müssten. Aber wir wollten uns nicht aufhalten lassen und haben uns für eine virtuelle Implementierung entschieden. Davon haben wir bereits auf Insights berichtet. Nun, nach Projektabschluss, möchten wir gerne mit der Projektleiterin der Randstad Business School, Frau Eva Homolka, ein Resümee ziehen. Auf einer gemeinsamen Welle, an einem Ziel arbeiten, das hat für das Wir-Gefühl gesorgt. Natürlich fallen bei einer virtuellen Implementierung das gemeinsame Mittagessen und auch das spontane Quatschen während der Kaffeepausen weg. Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass durch die häufigen Meetings durchaus ein Wir-Gefühl entstanden ist und wir mit der Randstad Business School als Team zusammengewachsen sind. Es wurden nur die Teammitglieder der Randstad Business School zu einem Termin eingeladen, die auch an dem Thema gearbeitet haben. So konnten wir gleichzeitig an mehreren Themen arbeiten und haben dabei Ressourcen gespart. Einer der Vorteile der virtuellen Zusammenarbeit ist ja, dass der Reiseaufwand wegfällt. Wir konnten dies gut nutzen, um unsere Termine häufiger und flexibler zu planen. Dadurch entstand natürlich ein etwas höherer Kommunikations- und Koordinationsaufwand. Gleichzeitig konnten wir aber auch deutlich fokussierter und effizienter arbeiten. Wir von der TTS sind sehr zufrieden mit dem Projekt und gucken gerne auf die Zusammenarbeit mit der Randstad Business School zurück. Wir konnten für uns mitnehmen, dass cloudbasierte Projekte auch sehr gut virtuell durchzuführen sind. Trotzdem sind persönliche Treffen bei einem Kickoff oder Admin-Training natürlich auch immer schön. Die Frage sollte unserer Meinung nach nicht sein, ob man ein Projekt remote durchführt, sondern weshalb nicht. Aus unserer Sicht war dieses Projekt hocheffizient, extrem leicht und wesentlich erfolgreicher als im Scope geplant.